Die sechste Welt ist erreicht in Super Mario 3D World. Wir befinden uns in der Wolkenwelt oder Wolkenlandschaft. Und hier schon mal ein kleines Secret. Da gehen wir gleich mal rein. Habe ich jetzt auch noch gar nicht gesehen. Und da ist schon wieder ein Feuerbruder. Okay, das dritte Versteck der Feuerbrüder. Das machen wir doch gleich als erstes, denn ansonsten fehlt uns wieder diese eine Schein. Aber das ziehen wir jetzt vor. Das ziehen wir vor. Die wollen wir fertig machen, denn wir wollen die eine Schein von denen auf jeden Fall bekommen. Um Gottes Willen sind es viele. Um Gottes Willen sind es viele. Das sind richtig viele. Ein Hammerbruder, okay, der ist jetzt am gefährlichsten eigentlich so. Und das wäre schon gewesen. Das wäre es gewesen. Geile Sache. Der Stern gehört auf jeden Fall uns. wieso heißt es dann versteckt der Feuerbrüder? Wenn denn so viele Feuerbrüder da drin sind. Also ein Feuerbruder oder zwei. Dann noch ein Boomerangbruder und ein Hammerbruder. Lauter Brüder hier unterwegs. Wieso entwickelt Nintendo nicht eigentlich mal irgendwas mit Schwestern? Die Hammerschwestern. Die haben dann so lockige Haare mit Hammern und werfen die dann. Ja, gut. Okay, lass mir das gut sein. Gehen wir in das erste Level. Reise per Glasrohrpost. Also ein richtiges Glasrohr-Level. Oder Blasrohr, wie auch immer. Glasrohr, Blasrohr. Ist ja fast dasselbe. Okay, gut. Dann legen wir los. Es sieht natürlich wieder fantastisch aus. Also ich kann es immer wieder betonen. Die Grafik ist einfach nur der Wahnsinn. Weg mit dir. So, da hinten ist auf jeden Fall der Stern. Okay, aber dazu bräuchte ich eine Feuerblume. Und genau so ist es. Aber dadurch verschwindet jetzt mein Tanuki. Das ist eben der Spaß. Kann ich den eigentlich auch lenken? Nee, den kann ich nicht lenken. Aber da ist ein Stern. Okay, den Stern holen wir uns mal. So, perfekt. Dann darüber, okay. Holen wir uns die Schein. Alles klar, die Schein gehört schon mal uns. Aber da hinten gab es doch auch noch irgendwas. Okay, da ist eine Aktionsbox. Gibt es da vorne noch was? Müsste eigentlich hier noch was geben. So, war das hier alles, oder? Nur ein paar Münzen? Okay. Hätte ich mir jetzt eigentlich ein bisschen besser vorgestellt, aber naja. Gut, dann lassen wir das halt so gut sein. Lassen wir das so gut sein. Wir gehen auf jeden Fall weiter und verpassen erstmal dem eine. Sehr schön. Und schau mal, was es hier sonst noch gibt. Nochmal eine Feuerblume. Aber ich glaube, die nehme ich lieber nicht. Komm, die nehme ich lieber nicht. Denn ich habe nämlich noch ein Katzenkostüm. Und das ist, glaube ich, wichtiger. Nein, dass wir das haben. Och, Mann, oh Mann, oh Mann. Ist die Feuerblume noch da? Ja. Tatsächlich. Tatsächlich, sie ist noch da. Ich wollte eigentlich gar nicht in die Röhre reingehen. Mario ist jetzt nämlich selbstständig in die Röhre gegangen. Schon komisch irgendwie, oder? Und da gab es ein One-Up. Okay. Die können wir, glaube ich, auf jeden Fall auch besiegen. Die Fusis. Jetzt komm schon. Nein, können wir nicht. Okay, die können wir nicht besiegen. Dann holen wir uns eben die 10 Sekunden. Fahren nochmal eine extra Runde und gehen dann nach unten. Okay, perfekt. Da ist auf jeden Fall die zweite Schein. Die wollen wir haben. So, Mario. Ab geht's. Ab geht die Post. Hol dir die Schein und gleich raus am besten. Perfekt. Sehr schön. So. So, muss ich jetzt oben lang? Ich weiß es nicht. Ich glaube, da oben war der Stempel. Irgendwo war auf jeden Fall der Stempel, wo man oben auf eine Röhre hätte müssen. Mal schauen, ob das hier auch der Fall ist. Aber ich glaube, da brauche ich das Katzenkostüm. Ja, ich nehme mal das Katzenkostüm. Gut, wenn jetzt hier tatsächlich... Doch, doch. Wie ich es gesagt habe, endlich habe ich dieses Level gefunden mit dem blöden Stempel über der Glasröhre. Endlich. So, dann wären wir hier. Okay, okay. Sieht bisher gar nicht so schlimm aus. Aber brauche ich tatsächlich die Powerblöcke? Ich muss gerade überlegen. Also, ich aktiviere sie trotzdem mal. Mit der Hoffnung natürlich. Ja, gut, okay. Hätte ich jetzt eigentlich nicht gebraucht. Ich habe es trotzdem mal gemacht. Also, nur zur Veranschaulichung, was es denn da so gibt. Was ist hier drin? Okay, da oben ist eine Aktionsbox. Und da gibt es nochmal eine Feuerblume. Hm, okay, okay, okay. So, dann wieder zurück. Alles klar. Gut, dann gibt es hier anscheinend nichts mehr. Das Katzenkostüm lassen wir gleich mal an, komm. Sollten wir es verlieren, dann verlieren wir es eben. Dann ist es halt so. Aber hier gibt es auf jeden Fall noch die dritte Schein. Und die findet sich da oben, wo die Wolke ist. Und Gott sei Dank haben wir noch eine Feuerblume. Denn ansonsten hätten wir uns jetzt treffen lassen müssen. Aber in dem Fall nicht nötig. So, Wolke, bring uns zur dritten Schein. Und bring uns bitte in das große Abenteuer hier. Okay, und los geht's. Los geht's. Nochmal 10 Sekunden eingesackt. Und die Piranha-Pflanze ist alles auf und sogar noch den Stern. Und wir hätten alles aus diesem Level in der Tasche. Schön, oder? Ja, gefällt mir. Gefällt mir. Warum denn nicht immer so? So, jetzt geht's wieder an Schlüssel sammeln. Ich seh schon ein Schlüssel. Okay, Fusi sind auf jeden Fall wieder auch mit von der Partie.
Schauen wir mal, ob wir das gleich so hinbekommen, wie wir das wollen. So, als erstes dahin. Dann dahin. Dann gehen wir nochmal hier hin. Verschaffen uns somit ein bisschen Zeit. Ja, perfekt, perfekt. Läuft. Es läuft. Es läuft wirklich gut. Sehr schön. Freut mich natürlich. Und die Box wäre geöffnet. Vielen Dank, Mario. So, dann nochmal hier raus. Dann können wir uns noch ein bisschen Zeit ersparen. Ja, okay. Okay, läuft super. Läuft super. Das Level wäre natürlich jetzt dann auch gleich beendet. Und da ist nochmal tot. Aber was macht der hier? Ah, okay. Der bringt uns relativ wenig. So, jetzt darüber und auf die goldene Fahnenspitze. Wir haben es geschafft. Zu 100% natürlich erledigt. Da ist das ein geiles Gefühl, ey. Ist das ein geiles Gefühl? Ich kann es euch gar nicht in Worte beschreiben. Es ist ungefähr so das gleiche Gefühl, nehme ich an, wenn man einen Dreier im Lotto gewinnt. Ungefähr so in der Art. Ist es das ein Gefühl, wenn man ein Level in Super Mario 3D World abschließt? Sehr schön. 144 scheint schon. Okay, wie viele Scheins gibt es denn eigentlich? Ich glaube, über 300 müsste es geben. Und es kommt wieder eine Slot Machine. Okay, auf die sind wir bisher noch nicht angewiesen. Denk dran, wenn du die Karte öffnest, kannst du zu allen Welten reisen, die du bereits entdeckt hast. Hier kannst du auch deine gesammelten Stempel und Sterne sehen. Gut, vielen Dank für den Tipp. Machen wir auch des Öfteren. Und dann geht's ab ins nächste Geisterhaus. Welt 6-2, die verschwundene Flotte. Und auf geht's. Finde ich aber schade, dass es in Super Mario 3D World überhaupt keine Secret Exits gibt. Also in keinster Weise. Oh no. Oh no. Ich kenne dieses Level. Okay. Okay. Ich glaube, da hinten ist eine Schein, oder? Oder auf einem anderen Schiff. Bin mir jetzt nicht sicher. Da drüben gab es nur Münzen. Und schaut euch dieses überragende, geile Design an. Ist doch richtig episch, oder? Also ist richtig nice. Gefällt mir echt gut. So, mach mal hier alles platt. Komm. Komm. Ah, die auch noch. Ah, sehr schön. Sehr schön. Geh mal weg da, komm. Die kann ich auch selber zerstören, oder? Ja, klar kann ich die selber zerstören. Der Mario kann ja seine berüchtigte Stampfattacke auch. Und ob ich natürlich hier gleich alles finden werde, ist ein bisschen fraglich. Ist ein bisschen fraglich. Denn ich habe mich beim ersten Mal auch richtig schwer getan. Und ob ich es jetzt auf dem ersten Mal hinkriege, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass es meine Schein dafür gegeben hat, dass man die zwei Kollegen, beziehungsweise alle von denen killt, beziehungsweise ja zur Strecke bringt, irgendwie runterschmeißt. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das hier war. War das hier? Ja, tatsächlich, das war hier. Und das war auch die erste. Das Schein. Oh Gott, was mache ich denn? So dumm, hey. So dumm. Oh mein Gott. Das war jetzt gefährlich. Also das hätte mich jetzt fast mein Leben gekostet. Und somit hätten wir auch wieder alles von vorne machen dürfen. Ja, geht doch vor, mein Gott. Oh, jetzt muss ich mir eine neue Feuerblume holen. Okay, machen wir das halt auch noch. Kein Problem. Wir haben ja jede Menge Zeit noch. 300 Sekunden sind ja doch schon eine ganze Menge. Wo könnte denn hier der Stempel sein? Da hinten irgendwas? Ne, ich komme da so rüber, oder? Normalerweise müsste ich jetzt so rüberkommen. Doch nicht. Okay. Okay. Aber da oben ist auf jeden Fall der Stempel. Da oben ist der Stempel. Okay, den wollen wir natürlich haben. Den wollen wir natürlich haben. Oh Gott. Oh Gott, das war knapp. Das war knapp. Ja, ich würde da theoretischerweise irgendwie durchpassen. Aber ich will es ehrlich gesagt eigentlich gar nicht riskieren. Oh Gott. Okay, okay, dann habe ich es eben riskiert. Dann fehlt halt jetzt meine Feuerblume fehlt jetzt im Moment. Aber gut, okay. So, komm mal her. Ich muss nämlich da rüber. Ich will schauen, was da drin ist. Und da ist ein Stern drin, okay. Ah, okay, okay, da unten ist die zweite Schein. Alles klar, alles klar. Okay, gut, dann sind wir wirklich komplett den richtigen Weg gelaufen. Nämlich Stempel und Schein bekommen. Also gar nicht so schlecht, doch. Haben wir gut gemacht. Und dafür gibt es auch jetzt hier den Checkpoint. Aber was ist da unten? Komm, da unten wird es doch auch irgendwas geben, oder? Nur Münzen? Okay. Also das wäre zum Beispiel ein guter Platz gewesen für die dritte Schein. Meiner Meinung nach. Aber gut, ich kann mich auch mal irren. Ist ja auch so. Jetzt denke ich, kommt der schwierigste Teil dieses Abschnitts. So, jetzt müssen wir bloß schauen, dass wir da auch perfekt durchkommen. Und ich glaube, ich gehe lieber auf Nummer sicher und laufe außen rum. Denn ich will eigentlich nicht jetzt hier Harakiri betreiben. Und mich selbst irgendwie umbringen. Aber die Buhus kommen mir schon gefährlich nah. Ich muss jetzt auf jeden Fall darüber springen. Ja, perfekt, 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 perfekt. Es läuft gut. Es läuft sehr gut. Es läuft einfach nur geil. Es läuft einfach nur geil. So, jetzt geht's wieder an die Kandidaten. Denn die müssen wir erstmal erledigen. Denn ansonsten kommen wir hier nicht raus. Denn die eröffnen uns das nächste Portal.
Ja, ich glaube, so ein Katzenkostüm hätte es jetzt eigentlich auch besser getan. Aber gut, okay. Dann lassen wir das eben gut sein. So, jetzt komm her. Komm her. Komm her. Put. So, einmal. Und nochmal und tschüss. Ab die Post und wir können auch hier raus. War ein richtig schönes Geisterschiff-Level. Also das Design gefällt mir wirklich sehr gut. Auch der Regen am Bildschirm. Richtig episch und nice gemacht. So, ich glaube, ich nehme jetzt aber lieber das Katzenkostüm, oder? Ja. Nimm jetzt lieber das Katzenkostüm, denn so kriegen wir auf jeden Fall sicher die goldene Fahne. Sicher. Wenn man natürlich nicht ganz unten an die Fahne geht. Ja, wie ich am Anfang des Let's Plays gesagt habe. Und dann natürlich voll in ein Fettnäpfchen getreten bin. Aber volle Kanne. Danke für diesen Feuerblumenstempel. Ja, zweite Level wäre geschafft. Auch zu 100% natürlich. Einfach nur geil. Einfach nur geil. Es läuft so gut, hey. Es läuft so gut. Aber ich dachte, ich sollte es nicht mehr sagen. Und ich habe es jetzt wieder getan. Und natürlich gibt es auch hier eine Bowser-Statue. Die müssen wir natürlich befreien von der elendigen Qual. Und wir wollen dieses Level natürlich auch machen und befreien. So, ist 6-4, dann ist das hier 6-3. Mit 100 Sternen können wir es erst befreien. Mit 100 Sternen ist schon eine sehr extreme Leistung. 6-3, das Haus der 1000 Touchscreen-Türen. Oh je, yeah, Touchscreen-Türen. Also das heißt, ich brauche wieder mein schönes Gamepad. Aber wie funktioniert das denn ohne Gamepad? Aber die Musik ist geil, oder? Japanische Kampfstil-Musik. Richtig nice, oder? Ah, gefällt mir. Gefällt mir echt gut, doch. Wie gesagt, die Soundtracks in Super Mario 3D World finde ich mit Abstand einer der besten, die es hier überhaupt gibt. Also im kompletten Mario-Spielen. Ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich weiß, andere sehen das natürlich anders. Und hier gibt es natürlich auch mal wieder den Boomerang-Anzug. Wow, dass wir das noch erleben dürfen. Dass es den noch gibt. So, dann öffnen wir mal hier alles. Denn da gibt es nämlich auch noch was. Aber was gibt's hier? Gar nichts. Wow. Okay, hier gibt es einen Pilz. Wow. Naja, hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Ich dachte vielleicht die erste Schein, aber... Okay, dann eben nicht. Dann eben nicht. Wir finden uns natürlich mit allem ab. Und da ist ein Spike. Verschwinde, du Spike. Du kannst uns nämlich gar nichts. Ha! Überall blinkt hier und ich höre immer die ganze Zeit irgendwas schimmern. Also so versteckte Blöcke. Und da gibt es nochmal einen. Okay, behalten wir doch gleich mal. Machen wir mal die zwei Türen auf. Okay. Da gibt es nichts mehr drin. Vielleicht hier. Oh, Galumbas. Natürlich auch mit von der Partie. Verschwinde! Was gibt's da noch? Nochmal ein P-Switch. Okay. Okay, einmal so. Und einmal so. Ja, was hat mir das jetzt... Ey, wieso mache ich eine Stampfattacke? Ich noob, hey. Und dann kann ich ihn nicht mal killen. Okay. Hat mir das jetzt was gebracht, außer dass ich jetzt einen Goomba-Anzug habe? Denke ich doch eher nicht. Gibt's hier was? Auch nicht, hä? Wo ist denn die erste Schein zum Teufel? Schlagen wir mal da drauf. Okay, gibt's auch nichts, außer ein paar Münzen. Alles klar. Boah, ist richtig schwierig gerade. Wirklich, also ich habe es mir eigentlich leichter vorgestellt. Und da ist endlich mal eine Schein. Ach so, die denken, ich wäre einer von denen. Geil. Also der Goomba-Anzug bringt wirklich viel. Muss man denen lassen? Bringt echt viel. Richtig nice gemacht. So, was ist da drin eigentlich? Gar nichts. Ich denke, da ist jetzt nichts drin. Machen wir mal hier alles auf. So, da geht's jetzt weiter. Okay. Soll ich reingehen? Ja, ich muss ja fast, oder? Dann gehen wir mal rein und da wäre der Checkpoint. Und endlich sehen wir mal Twomps. Wie komme ich denn da hin? Aha. Okay. Wie soll ich denn das... Ach so. Okay. Na gut, von irgendwas muss mich jetzt treffen. Treff mich mal. Danke. So, wir haben wieder unseren... Nein! Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Okay, dann eben nochmal von vorne. Machen wir das Ganze. Der Fail war jetzt richtig überflüssig. So, wie funktioniert denn das nochmal? Ach so, okay. So funktioniert das. Alles klar. So und darüber. Perfekt. Zweite Schein gehört auch uns. Und irgendwo ganz oben müsste sich, denke ich, der Pilz befinden. Nicht der Pilz, der Stempel. Also glaube ich jetzt zumindest. Aber werden wir dann gleich sehen, wenn ich ganz oben bin. Die Landschaft hier finde ich übrigens auch extrem nice gemacht. Also gefällt mir echt gut. Oder war der vielleicht irgendwo da drin? Könnte natürlich auch sein. Oh Gott! Ihr Penner, hey! Gehen wir halt nochmal runter. Holen uns nochmal ein. So. Danke. Oder kriegen wir überhaupt schon den Stempel? Also ich kann mich an so ein Level erinnern, so ein ähnliches.
Und, ja. Da musste man irgendwie außerhalb den Stempel holen. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das hier war oder ob das woanders war. Oder konnte man irgendwo rein? Ist natürlich hier alles möglich. Ich glaube, hoch komme ich gar nicht, oder? Na doch. Sieht schon mal sehr gut aus. Komme ich noch höher? Ja, ich würde sogar noch höher kommen. Okay. Und hoch. Ja, perfekt. Aber da oben ist das Ziel. Okay. Heißt das, wir können das so abkürzen? Also ich gehe mal stark davon aus, dass es so sein wird. Aber wo ist jetzt der Stempel? Hm. Ja, da muss ich wahrscheinlich doch reingehen. Aber der da drin, der scheint mir auch ein bisschen komisch. Der scheint mir richtig komisch. Also ich glaube, der hat den Stempel. Aber wie komme ich da rein? Denn hier gab es ja nichts zum Reingehen. Vielleicht irgendwo da? Nee, auch nicht. Ich muss da irgendwie reinkommen. Okay, da stürzt man in den Tod. Genauso wie hier. Hä? Wo ist denn da der Eingang? Ist da irgendwas? Auch nicht. Hm. Aber so müsste ich da auf jeden Fall irgendwie reinkommen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie. Hier vielleicht? Auch nicht. Aber ich denke, da drin ist der Stempel. Da drin müsste sich normalerweise der Stempel befinden. Schauen wir mal, ob wir da rein können. Auch nicht. Okay. Ja gut, dann gehen wir mal da rein. Gehen wir einfach mal da rein. Ja, und das war natürlich falsch. Das war natürlich falsch. Naja. Wie dem auch sei. Ja klar, komm halt noch mehr, komm noch mehr, komm. Bitte. Habe ich kein Problem damit, wenn ihr Goombas mich immer besuchen wollt. Da hinten ist ein Spike. Irgendeiner hat, glaube ich, drüber einen Stern. Okay. So, weg mit dir. Er hat nur ein paar Münzen. So, der hier. Auch nur ein paar Münzen, alles klar. So, die Zeit geht mir jetzt auch langsam aus. Also ich sollte mich jetzt echt beeilen. Da ist auch nichts. Och Mann. Wo ist denn die letzte Schein, hey? Vielleicht hier? Irgendwo. Ah, das war knapp. Das war schon wieder knapp. So, weg da. So, du auch weg. Ach komm. Ah, Mist. Okay. Da komme ich auf jeden Fall. Ach, da. Okay, hier ist die letzte Schein. Hier ist die letzte Schein. Ja. Willst du den vielleicht mal besiegen? Ja, dann halt eben nicht. Dann eben nicht. Okay. Okay. Meine Güte. Dann eben nicht. So. Aber jetzt komme ich ganz oben raus, oder? Ja. Und wo ist der Stempel? Hm. Das kann mir jetzt keiner sagen. Also den Stempel habe ich jetzt nicht gefunden. Aber der... Ach, war der Stempel nicht irgendwo über den Turms? Könnte sein. Könnte sein. Aber gut, ich gehe jetzt da... Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein... Oh. Ach komm, verzichten wir auf die goldene... Boah, eine Sekunde noch. Eine Sekunde. Was war denn bitte das Irres? Also, manchmal bin ich wirklich verrückt. Ich bin sowas von verrückt. Das glaubt man doch gar nicht. Das glaubt man niemanden. Oh je. Oh je, oh je. Gut, 150 ist dafür unser schöner Preis. Und da gibt es eine Röhre. Okay. Seit wann? Hm, vielleicht führt uns ja die irgendwo hin, wo wir, ja, gebraucht werden. Aber zunächst noch einmal in dieses Level. Ich glaube, der Stempel war tatsächlich irgendwie über den Turms. Glaube ich jetzt, dass es so war, aber ich habe absolut keine Ahnung. Woanders könnte er ja natürlich hier nicht sein. Und die Goombas sind auch ganz schön flink hier unterwegs, wirklich. Das muss man denen lassen. An Geschwindigkeit haben sie auf jeden Fall deutlich zugenommen. Wie davor. So, aufmachen. So, okay. Perfekt, perfekt. Und weg hier. Den lassen wir mal leben. Der ist jetzt eigentlich relativ uninteressant. So, wir öffnen jetzt trotzdem nochmal alle Türen. Nur um zu gucken, ob sich da hinter irgendwas verbirgt, was wir hätten gebrauchen können. Okay, einen muss ich aktivieren. Aktivieren wir mal den hier. Und den anderen brauchen wir ja in dem Fall nicht. Denn dann können wir auch, können wir nicht mal den Propellerblock anziehen. So, was gibt's hier? Da war nichts drin, außer die Schein. Okay. Dann gibt's hier nochmal ein bisschen Zeit, dass man ja schön hier alles erkundet. So, was gibt's da? Nichts. Okay. Okay, gut. Dann wird's wahrscheinlich so sein. Dann wird's so sein. Also, gucken wir nochmal nach. Ich denke über den Turms. Also, ich glaube es. Ich glaube es. Und ich hoffe auch, dass es stimmt. So, gib mir einen so ein Teil. Und dann gucken wir doch mal, ob sich hier irgendwas befindet. Nee. Aber ich vermute fast, der Stempel muss hier irgendwo sein.
Ich vermute es. Denn ansonsten, es gibt ja gar keinen anderen Ausweg mehr. So. Okay, da ist nochmal ein Goomba. Ich glaube, wenn man von hier aus hochspringt, oder? Kann das sein? Komm schon. Irgendwo wird sich doch hier der Stempel befinden. Nein, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Und ich wäre jetzt fast gestorben. Wie machen wir denn das? Wo zum Teufel ist der Stempel? Wo zum Teufel ist der Stempel? Und ich denke nicht, dass sich der Stempel erst offenbaren wird, wenn wir alle Gegner getötet haben, oder? Kann ich mich eigentlich auf so einen Turm draufstellen? Sollte ja normalerweise nicht gehen, aber ich versuch's mal. Ja, es geht. Es geht, okay. Aber so kommen wir auch gar nicht weiter, ehrlich gesagt. Hm, ja gut, was machen wir jetzt? Ich brauche den Stempel. Unbedingt. Aber da ist er auch nicht, okay. Und da hinten wird er wahrscheinlich auch nicht sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Nee, auch nicht. Kann man die töten? Nein. Kann man nichts machen. Oder von ganz weit oben? Auch nicht. Alles klar. Ja gut, Freunde der Sonne. Ich bin ein bisschen überfragt gerade. Also irgendwie will das jetzt nicht so klappen, wie ich das will. Ich habe immer gedacht, da drin wäre der Stempel. Aber der befindet sich ja gar nicht da drin. Aber was hat es eigentlich mit diesen goldenen Statuen auf sich? Gar nichts. Okay. Hm. Aber wo könnte sich dann der Stempel befinden, Mensch? Kann ich da echt nirgendwo reingehen? Also ich bin jetzt da wirklich extrem überfragt. So, nee, auch nicht. Oder vielleicht hier? Komm schon! Komm schon! Nee, auch nicht. Okay. Okay, ja. Es bleibt eigentlich nicht mehr viel Auswahl, oder? So, da ist noch ein Goomba. Oh Gott. Das war knapp. Das war sehr... Vielleicht gibt es ja hier irgendwas, was wir übersehen haben. Nee, auch nicht. Okay. Hm. Ja, jetzt bin ich echt überfragt. Also mir fehlen schon auch schon langsam die Worte. Wie ihr vielleicht merkt. Wo ist hier der Stempel? Zum Teufel. Wo? Okay, das sind alles solche Propellerhelme. Nee, da ist auch nichts. Hm. Bin jetzt echt überfragt. Da ist noch ein Goomba. Okay, den können wir noch besiegen. So, aber das war's dann auch. Ich denke, da unten sind wir tot. Hm. Ja gut, ich springe jetzt einfach mal da rein. Ja, und tatsächlich. Da sind wir tot. Tatsächlich, so ist es. Okay, meine Freunde, dann hätte ich gesagt, ich schneide euch das Spektakel einfach rein, sobald ich ihn gefunden habe. Oder? Ja, genau so machen wir das. Also bis gleich dann. So, also der Stempel war wirklich gar nicht so leicht zu finden, wie man vielleicht gedacht hat. Es ist nämlich ganz witzig, wie der Stempel hier eigentlich aufgebaut ist, denn man kann nämlich hier rauslaufen, ja? Ich habe das am Anfang auch wirklich übersehen, denn die Teile zerspringen ja gar nicht. Also am Ende der Wand. Sondern die fliegen einfach nach draußen und da ist auch dann endlich der Stempel. Sehr schön. So, meine Freunde, dann hätte ich gesagt, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns schon bald wieder mit dem nächsten Part von Super Mario 3D World. Und bis dann und ciao.